Ja, herzlich willkommen zum Pressegespräch, Pressekonferenz. Heute einen Tag vor Schuljahresbeginn, also am 24. August in diesem Jahr. Passend zum Anlass könnte man denken, aber nicht deswegen, sind wir heute hier in der Comenius, in der Aula der Comenius Sekundarschule und möchten über zwei Dinge, also machen das normale Pressegespräch mit den, ja, man muss sagen, immer noch leider üblichen Themen, Corona, Ukraine, Unterbringung bzw. das Integration von Menschen aus der Ukraine. Sicherlich wird es die ein oder andere Nachfrage auch zum Loss of Forst geben, beziehungsweise da kann man auch noch mal ein bisschen die Auswertungen wiedergeben und was so anfällt. Beginnen möchte ich aber mit einem, warum wir heute hier sind, ist, dass wir heute pünktlich zum Schuljahresbeginn in Betrieb nehmen können, eine neue Präsentationstechnik hier in der Comenius-Schule. Neue Präsentationstechnik, das gibt es öfter mal. Hier ist jetzt das Besondere eigentlich, es sagt was über den Digitalpakt Schule aus, beziehungsweise wie man manchmal auch ermöglichen kann, was, wenn nichts geht, wie man dann eben trotzdem was möglich macht. Es ist so, die Comenius-Schule, der Digitalpakt Schule sieht vor, dass bis 2024 alle Schulen im Landkreis ausgestattet sind mit WLAN, flächendeckend, also in allen Räumen ausgestattet sind mit WLAN. Die Comenius-Schule hat das Glück, Pech, wie auch immer, dass sie einer der letzten Schulen, das hat der Kreistag 2019 so eine Abfolge beschlossen, das hängt an Baukapazitäten, auch erst im nächsten Jahr, beziehungsweise dann auch erst mit Fertigstellung in 2024 bedacht werden kann. Und Frau Helge, die Schulleiterin, die ich hier herzlich begrüße und danke, dass wir heute hier zu Gast sein können, hatte schon im Jahr 2020 mit nur beginnender Corona-Pandemie sehr darauf gedrungen, entweder wir können es nach vorne ziehen oder wir müssen eine alternative Lösung finden, weil es ist wichtig, Präsentationstechnik, beziehungsweise wir müssen im Unterricht digital arbeiten können. Lehrer, die heute kommen, die neu hierher kommen, die haben aus dem Studium her, haben ihre Unterrichtsvorbereitung auch digital und wollen damit auch arbeiten, sonst suchen sie sich auch eine andere Schule. So, da war natürlich jetzt nicht sehr zufriedenstellend zu sagen, naja, wir kommen leider also mit der richtigen WLAN-Verkabelung, das wird halt auch erst 2024, weil die Baukapazitäten, gucken sich um, die kann man jetzt eben auch nicht herbeizaubern. Daraufhin haben sie selber nicht aufgegeben, haben sich selbst eine Lösung überlegt, die funktionieren könnte. Da werden sie vielleicht selber was zu sagen. Das Ganze heißt am Ende Air-Server und funktioniert so, wie ich es mir laienhaft habe erklären lassen. So, dass an einem Beamer, der hier im Raum hängt, dass dort nochmal ein eigener Server dran ist, der dann auch so ein WLAN aufspannt, was hier zumindest lokal funktioniert, sodass jeder mit seinem Gerät was oder auch mit dem Schülergerät, was zur Verfügung steht, dort die Präsentationstechnik nutzen kann. Genaueres überlasse ich Ihnen, weil Sie haben es schon durchprobiert und Sie haben ja auch eine genaue Vorstellung gehabt, was dabei zu machen ist. So, da haben wir uns mit der IT im Landkreis auch nicht erstmal quergestellt, nach dem Motto, wir müssen erstmal die WLAN-Verkabelung in den vielen anderen Schulen, wo ja schon in diesem Jahr auch gebaute Verkabelung oder auch schon im letzten Jahr gemacht wurde, zu tun, sondern wir lassen uns darauf ein. Und ja, heute ist es, also ist jetzt tatsächlich in den letzten Tagen fertiggestellt und alles geliefert worden. Ich freue mich, dass das erstens, man da hartnäckig, dass Sie da hartnäckig dran geblieben sind, Frau Helge, und ich freue mich aber auch, dass wir in der IT so offene Köpfe haben, die sich dann auch dahinter geklemmt haben, weil sie selber gesagt haben, wir haben jetzt eine andere Situation, als man 2019 vermutet hat. Die Digitalisierung, Unterricht und überhaupt ist nochmal durch die Pandemie ein deutliches Schritt weitergekommen. Und dementsprechend müssen wir jetzt was tun und wir probieren das einfach mal aus. Wie es unterrichtstechnisch klappt, wird sich dann zeigen. Auf jeden Fall starten wir hier einen Feldversuch und wenn das gut funktioniert, dann ist das natürlich was, was wir auch für Schulen, was wir auch für andere Schulen perspektivisch anbieten wollen, können, zumindest die Schulen in Trägerschaft des Landkreises. Es ist eben eine einfache Lösung, die erstmal jetzt so funktioniert, die man schnell aufspannen kann und die Goldrandlösung kommt dann zum Termin in 2024. Frau Helge, ich übergebe Ihnen einfach mal das Wort. Sie können vielleicht kurz, wie es dazu kam und was Ihnen auch daran liegt, warum das jetzt so wichtig war für Sie im Unterricht. Okay, vielen Dank. Ich fange so an, dass ich einfach auf das Gerät verweise, mit dem ich hier gerade vor Ihnen sitze. Das ist mein Dienstgerät. Dieses Dienstgerät hat jeder Lehrer im Land Sachsen-Anhalt erhalten von seinem Arbeitgeber. Soll ich es einfach nochmal hochhalten? Okay. Und
Ja, jetzt haben wir 5 verschiedene Dienstgeräte zur Auswahl gehabt. Wir konnten wählen zwischen Apple-Produkten, Microsoft-Produkten. Wir konnten auch wählen zwischen einem Gerät ohne Betriebssystem, sodass man zum Beispiel auch Kollegen abfangen kann, die mit Linux-Mustern arbeiten. Und jetzt haben wir auf einmal diese Vielfalt von verschiedenen Geräten unter der Lehrerschaft. Und es braucht quasi ein verbindendes Element, sodass die Lehrer, egal in welchem Raum sie unterrichten, in welcher Etage, mit welchem Gerät, dass sie sich jederzeit funktionierend mit einem Anzeigegerät verbinden müssen. Man denkt ja eigentlich immer, dass Digitalpakt bedeutet, dass es in jedem Klassenraum eine digitale Tafel gibt. Das muss aber gar nicht sein, denn eine digitale Tafel kostet zum Beispiel mit Lizenzen und Software und so weiter um die 10.000 Euro. Und für das gleiche Geld, für diese Summe, konnte die Comenius-Schule dank der IT-Unterstützung aus dem Landkreis Stendal 10 Räume auf einmal ausstatten. Das ist natürlich super, weil es auch eine kostensparende Methode ist. Es ist aber nicht nur kostensparend, sondern es ist einfach auch viel besser, weil Sie sehen, ich gucke Sie jetzt an und ich kann mit meinem Dienstgerät hinter mir die Leinwand steuern und gucke quasi dabei in die Klasse, habe meine Schüler im Blick und kann trotzdem arbeiten. Außerdem können wir auf unseren Dienstgeräten auch sämtliche Open-Source-Programme installieren, sodass wir quasi kostengünstig und ohne teure Lizenzkosten für die Landkreise im Prinzip alles für unsere Schüler anbieten können, was sie machen möchten. Also wenn ich zum Beispiel zu Schülern sage, kommt, wir haben gerade Romeo und Julia zu besprechen, lasst uns doch mal ein Stop-Motion-Videodreh machen. Dann besorge ich die Lego-Figuren für Stop-Motion, aber die Programme können sie sich kostenfrei quasi mit ihren eigenen Privatgeräten oder mit unseren Schülergeräten downloaden und können dann quasi mit diesen Apps kostenfrei arbeiten. Und wenn ich jetzt sage, liebe Arbeitsgruppe, bitte präsentiert doch mal euer Arbeitsergebnis, dann machen die einfach Klick, Klick und verbinden sich, so wie ich das hier gerade eben vorgezeigt habe, einfach mit ihrem Gerät, mit dem Anzeigegerät. Es gibt eine Schnittstelle, die nennt sich R-Server, das hat Herr Pullmann schon gesagt. Und das Gute an diesem R-Server ist, dass er quasi jedes Endgerät, egal ob es von Apple oder von Microsoft ist oder welches Gerät auch immer der Schüler mitbringt, sich verbinden kann. Muss das jemand freischalten, weil sonst sehe ich mich ja als Schüler da sitzen und aus Versehen immer mal... Nee, der Lehrer kann das auch steuern. Wir bekommen ja auch vom Land das sogenannte BMS, das Bildungsmanagementsystem. Damit können wir dann zum Beispiel später in ferner Zukunft, ich hoffe in naher Zukunft, dann auch zum Beispiel Klassenbuchverwaltung machen. Wir können Classroom Management mit diesem System machen. Wir können Schülerverwaltung damit machen. Wir können auch andere Dinge damit umsetzen und wir können das dann immer quasi spiegeln. Also das heißt, das, was auf dem Gerät ist, spiegeln wir an die Wand und können damit arbeiten. Gut ist da auch, dass zum Beispiel 2 oder 3 Schüler ihre Arbeitsergebnisse gleichzeitig anzeigen können. War das eine Zwischenmeldung da drin? Genau, gerne. Bitte, einfach mal machen. Das machen sonst die Schüler, aber die sind ja heute nicht da. Ja, deswegen spielen wir das jetzt so ein. Genau, dann kann zum Beispiel Luzi ihr Arbeitsgerät neben dem oder Arbeitsergebnis neben dem Arbeitsergebnis von Max präsentieren und dann könnte man als Lehrer jetzt ganz entspannt nach vorne gehen, könnte beide Ergebnisse miteinander vergleichen und oder den Fokus drauf legen. Schaut mal, der hat das so gemacht, die andere Schülerin hat das so gemacht. Also ich schaue ja mit pädagogischen Augen und versuche das methodisch in den Unterricht zu integrieren. Und bei unseren neuen Kollegen kommt es auch gut an. Wir können im Moment stolz auf uns sein. Wir haben eine Unterrichtsversorgung von 95%. Wir haben auch immer wieder Kolleginnen und Kollegen, die zu uns an die Schule kommen wollen. Und in den Einstellungsgesprächen merkt man einfach, dass sie immer fragen, mit welchen digitalen Lehrbüchern arbeiten sie, welche Software benutzen sie. Und wir haben jetzt auch schon weitere Software und digitale Dinge angeschafft, wie beispielsweise ein digitales Mikroskop. Das heißt, man kann dann mikroskopieren und live kann man, weil man sich mit dem Gerät verbinden kann, kann man live das quasi auf die Leinwand spiegeln für alle Schüler. Oder die Schüler können mit ihrem kleinen Tablet mikroskopieren und das dann eben auch anzeigen. Also es ist ein totaler Vorteil und für die pädagogische Arbeit extrem wertvoll. Deswegen möchte ich Herrn Pullmann ein wenig korrigieren und sagen, dass es gar keine Zwischen- oder Übergangslösung ist, sondern dass es in meinen Augen
die Lösung ist. Es ist kostensparend, es ist einfach, es ist flexibel und was natürlich noch besser ist, jeder Gast, der unsere Schule besucht, kann sich auch einwählen. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ja, könnte ich jetzt machen. Ja, dann hätten wir da vorne, wie viel könnten wir da vorne anzeigen? Das weiß wahrscheinlich ich. Unbegrenzt so lange. Bis zu 32, dann wird es natürlich dann sehr klein. Wollte ich sagen, das ist dann nicht mehr pädagogisch wertvoll. Technisch bis zu 32. Schriftgröße nicht mehr pädagogisch wertvoll, dann aber technisch möglich. Sehr schön. Genau, also das ist im Prinzip das sogenannte Bring-Your-Own-Device-Prinzip. Es gibt eine Richtlinie zum Digitalpakt von 2018, da kann man das auch explizit nachlesen, dass das Land Sachsen-Anhalt dieses Bring-Your-Own-Device-Konzept empfohlen hat und ausdrücklich wünscht, dass Schulträger, sprich Landkreis und Schulen zusammenarbeiten. Und ich finde, das ist ein super Beispiel dafür, dass es zwischen Landkreis Stendal, zwischen der IT-Abteilung und der Schule super klappt. Nehme ich jetzt erstmal als Lob so an. Wir müssen ja nochmal sagen, warum jetzt die Comenius-Schule. Also hier war es eben auch tatsächlich so, es gibt ja immer Schulen, die sich da auch vom Kollegium her noch mehr drum bemühen. Und das war jetzt hier eben auch ein bisschen vor, zumal die Idee von der Comenius-Schule, also von Ihnen durch die Comenius-Schule kam. Das so durchzugehen und die Lösung einfach mal auszuprobieren. Wie gesagt, unterrichtspraktisch. Ich sehe bei Ihnen den Optimismus. Ich meine, Sie müssen es nutzen mit Ihren Kollegen. Insofern freue ich mich über den Optimismus und dann müssen wir mal sehen. Freue mich drauf, das auszuwerten in 3 Monaten oder in einem halben Jahr. Der Vorteil, Sie haben es dann gesagt, ist natürlich mit den Smartboards und allen solchen Dingen, die dort anstehen, ist nicht gesagt, dass da jeder Klassenraum später mal mit ausgestattet sein wird. Und dann ist es eben auch die Frage, muss das überhaupt sein in jedem Raum oder gibt es Räume, die das mehr brauchen? Wichtig ist aber, glaube ich, trotzdem, dass es zwischen einer digitalen Tafel und einer Kreidetafel auch noch Zwischenlösungen gibt. Dass die Alternative zur digitalen, fertigen Tafel nicht nur sein kann, wir müssen mit Kreide oder mit einem Marker ans Whiteboard schreiben. Ja, das ist also so ein bisschen, das ist hier jetzt das zusammen. Ich finde es erstmal gut, bedanke mich auch bei Mitarbeitern, die das so eingegangen sind beim Landkreis, weil das ist natürlich Zusatzaufwand. Gleichzeitig muss die Verkabelung an allen anderen Schulen ja weitergehen. Wir wollen ja das auch einfach fertig kriegen, damit eben auch jede Schule das so in Anspruch nehmen kann. Und wie gesagt, das ist jetzt hier der Feldversuch und wenn der sich bewährt, dann ist das auch ein Versuch, dann ist das auch etwas, was wir definitiv anderen Schulen zur Verfügung stellen. Zumal da auch die Schulbudgets durchaus das hergeben, das auch flächendeckender einzuführen. Gibt es zu dem Punkt Einführung Präsentationstechnik hier, gibt es dazu vielleicht Nachfragen? Herr König, bitte. Ja, 2 Fragen. Also einer hat ja nachher schon ein bisschen angedeutet. Wenn jetzt aber, was ja vorkommen kann und sollte, was möglich ist, dass die Schüler sich nicht jugendfreie Inhalte dort hinspiegeln wollen, kann das der Lehrer unterbinden? Kann er das blockieren? Ja, der kann das unterbinden. Es gibt ja ganz tolle Systeme zum sogenannten Classroom Management und da kann man als Lehrer direkt den Schüler freischalten oder blockieren oder man kann ganz bestimmte Websites oder Anwendungen vorgeben, die genutzt werden können. Und unsere Geräte, die wir hier in der Schule haben, die werden auch vom Landkreis gewartet und sind auch mit einem Sicherheitssystem versehen. Mobile Device Management, ist das sowas in der Art? Vorrangig werden die Filterung und die Firewall vorgenommen. Okay, also die Firewall die klärt das dann. Hat es zu klären, das ist jetzt der Punkt, bevor sie im Landkreisnetz ist. Nein. Im Schulnetz. Schon an der Tür auszusperren. Okay. Und die zweite Frage, wenn jetzt sagt mir, wenn sich das bewährt, dann ist es durchaus als Modellcharakter für andere Schulen. Heißt das, dass dann dieses vorher da gewesene Digitalpaktprogramm gestoppt wird oder die Mittel umgeschichtet werden? Oder? Nein, gar nicht. Also das läuft ganz genauso weiter, wie das bisher ist. Man muss aber auch sagen, wenn die Digitalpaktmittel nicht erst seitdem wir jetzt so, sage ich mal, eine Lieferkrise und Preissteigerungen haben, die waren noch nie ausreichend dafür, um wirklich jedes Klassenzimmer in jeder Schule auszustatten mit einem digitale Tafel oder ja, mal grob gesprochen digitale Tafel. Das heißt, das wären immer irgendwelche Räume übrig geblieben, die das nicht gehabt hätten. Und das kann, glaube ich, als Ergänzung gesehen werden. Wir reden hier eben von einem System, was eigentlich deutlich kostensparender ist. Also wir reden hier nicht eben von 5 oder 10.000 Euro, sondern von unter 1.000 Euro, wenn man das System für pro Raum. Pro Raum? Jetzt muss ich nochmal nachfragen. Ja, pro Raum. Genau.
Und, ja, ich würde gerne und man kann eben zum Beispiel auch dann PCs sparen, also dass man eben dadurch, dass man verschiedene Geräte, bis jetzt ist es so, da steht der PC irgendwo am Lehrertisch und mit dem kann ich dann auf den Beamer zugreifen, immerhin, wenn der Beamer schon da ist. Auch das ist nicht in jedem Klassenraum in diesem Landkreis selbstverständlich. Und den kann ich eigentlich auch schon weglassen. Da habe ich erstens Platz auf dem Schreibtisch, zweitens brauche ich nicht erst was von meinem Laptop, den ich zu Hause oder vom Tablet erst was auf dem, darauf spielen, sondern jeder kann eben von seinem Platz aus das einfach von seinem Gerät aus das selber machen. Schüler wie Lehrer oder auch extern, so wie ich es jetzt gerade verstanden habe. Ja, aber grundsätzlich muss man einfach auch sagen, das ist, gehört zur Wahrheit dazu, es sind eher weniger, durch die Preissteigerung eher weniger Tafeln, weil das Geld im Digitalpakt noch nicht aufgestockt ist. Also wenn das wirklich eine flächendeckende Einrichtung werden soll, wir werden die Verkabelung etc., die werden alle da sein am Ende, dass, wenn wir mit diesem Förderprogramm durch sind durch unsere Schulen. Aber wir sind dann nicht dabei, dass überall die Endgeräte in der Form da sind. Und wie gesagt, vielleicht ist das jetzt hier eine innovative Lösung, die dazwischen kommt. Und vielleicht können wir da auch ein bisschen Vorreiter sein. Man muss ja immer auch mit dem, was möglich ist, umgehen. Und da hoffen wir einfach, hier einen kleinen Schritt vorangekommen zu sein. Und ich möchte noch ergänzen, Herr König, es ist nicht selbstverständlich, dass die Lehrergeräte sich einwählen können in im Prinzip Landkreisgeräte. Das ist eigentlich ganz selten, dass es möglich ist. Deswegen muss man das wirklich nochmal hervorheben. Viele Landkreise ermöglichen es diesen Schulen gar nicht, die Peripherie zu benutzen. Das heißt, wenn ich etwas drucken möchte, verbinde ich mich über das WLAN mit dem Drucker und drucke das aus. Oder ich verbinde mich mit dem Beamer oder ich verbinde mich mit anderen Geräten, mit der Dokumentenkamera oder so. Und an anderen Schulen, in anderen Landkreisen ist das von vornherein gar nicht möglich. Aber wir können das hier in Stendal machen. Und das ist innovativ im Vergleich. So, bevor wir jetzt jemanden auf Ideen bringen, wie man ins Landkreisnetz kommt. Und nein, wir haben ja gehört, die Firewall hält alle draußen. Ich glaube, in Bitterfeld war es auch der Drucker, aber am Ende, wo die Leute reinkamen. Ja, weitere Nachfragen? Ich erzähle genau über Filter. Meine Frage ist, wie entscheidet der Filter das? Muss man manuell Seiten ausschließen oder ist da ein Programm drin, das das dann entscheidet? Hier ist auch eine Landeslösung, die hier zum Tragen kommt. Diese Sicherheitskomponente ist. Das müssen wir nochmal, Herr Petzold, kommen Sie mal, Herr Petzold von der IT, dann kommen Sie nach vorne, weil die Frage kann ich jetzt auch partout nicht beantworten. Wollen wir tauschen? Dann, ich stehe einfach mal. Ich mache den Platz einfach frei, Herr Petzold. Ja, hallo. Ja, Petzold ist mein Name, vom Amtsleiter vom Amt für Informationstechnik und Digitales im Landkreis und eben auch zuständig für die IT in den Schulen. Und ja, die Frage, wie werden die Inhalte gesteuert? Es ist so, dass das Land sich dazu entschieden hat, eine Sicherheitskomponente an alle Schulen zu installieren, einhergehend mit einem Glasfaseranschluss, mit einem breitbandigen Internetanschluss. Und diese Sicherheitskomponente wird auch voll gemanagt seitens des Landes bzw. einem Dienstleister dahinter. Und dort integriert ist ein Jugendfilter. Das Gerät selber heißt halt Firewall und dieser Jugendfilter, der wird halt eben auch über den Hersteller quasi maintained, also gewartet. Diese Filterregeln sind quasi tagesaktuell, ohne großes Zutun. Das schützt ja quasi nur vor Online-Inhalten, ne? Ja. Wenn jetzt also einer Schweinkram in seiner Bildsammlung packt, ja, projiziert und alles im Wappen liegt. Genau, das gilt, da gilt es quasi im digitalen Raum die gleichen Schwierigkeiten wie in der analogen Welt. Ja, ich kann dem Schüler eben auch nicht verwirren, etwas aus der Tasche zu ziehen, was ähnlichen Inhalt trägt. Genau, und da ist wie bisher, sage ich mal, der pädagogische Ansatz der Lehrer. Aber der könnte sofort blockiert werden. Also. Ja. Genau, das läuft über Classroom-Management-Systeme, das haben wir denn auf dem Gerät und damit können wir das steuern und die Freigaben auch geben. Ja, das ist eigentlich sicher. Noch weitere technische Fragen, sonst übernehme ich wieder, aber ich sage, okay. Im Notfall gibt es ja immer den Knopf von Stefan Zinner. Das ist ganz schlimm. Das ist wie Plakat runterreißen, wenn da noch was aufhängt. Okay, zum System selber noch irgendwelche Nachfragen Ihrerseits, das sehe ich jetzt so nicht. Frau Helge, ich weiß, Sie haben noch einiges vorzubereiten für den Schulstart morgen. Das stimmt. Danke Ihnen, dass Sie uns das zur Verfügung stellen, dass Sie auch selbst das mit präsentiert haben. Ja, und wünsche Ihnen dann erstmal frohes Schaffen, guten Start ins Schuljahr. Dankeschön. Ja, alles gut. Ja, weiter zum
zu den weiteren Themen. Ich hatte es angekündigt, das Thema Corona ist im Moment, rückt gerade etwas nach hinten. Also es sind im Moment 171 Fälle positiv. Man kann sagen, dass das Geschehen deutlich zurückgegangen ist in den letzten zwei Wochen. Also es ist deutlich entspannter, als es davor war. Das ist einhergehend, wie es auch bundesweit so der Trend ist im Moment. Wir sind jetzt wieder in etwa auf dem Stand der letzten Maiwoche. Also gab ja zwischendurch durchaus sehr hohe Zahlen. Das Geschehen ist weiterhin diffus. Es gibt keine Einrichtungen, die geschlossen sind. Und wir haben auch auf den Intensivbetten im Moment keine Belegung, also keine Belegung mit Corona-Patienten. Gibt es zu dem Zusammenhang Fragen? Weil das ist jetzt, glaube ich, das kürzeste Angabe zu dem Thema bisher, aber gerne nachfragen. Es wird ja jetzt schon diskutiert, die Auffrischungsimpfung für über 60-Jährige anzubieten. Ist der Landkreis oder wäre der Landkreis dafür gerüstet mit seinen restlichen Impfteams oder müsste das neu installiert werden, wenn es ab September nicht geben würde? Also wir bieten ja auch jetzt Impftermine an. Und zwar ohne Termin. Die Öffnungszeiten finden Sie bei uns auf der Seite. Wir hatten sie beim letzten Mal ja auch in der Pressekonferenz nochmal vorgestellt. Da sehen wir jetzt im Moment, haben die Leute offensichtlich mehr mit der Wärme zu tun. Also im Moment sehen wir da jetzt noch keinen Anstieg, aber ich denke mal, da sind auch etliche Leute, die da am Tag behandelt werden können oder geimpft werden könnten. Sehen wir jetzt derzeit keinen Handlungsbedarf, das auszuweiten. Ist auch so von dem, was wir als, die Impfzentren werden ja betrieben durch uns, aber bezahlt durch das Land und da gibt es auch, und auch durch den Bund. Da gibt es jetzt im Moment auch keine Signale, dass man sich da vorbereitet auf einen größeren Ansturm. Also auch eine deutliche Steigerung der jetzigen Zahlen könnte erstmal abgefangen werden. Und ich denke, im Zweifel muss man wieder noch Termine einführen, aber dass man jetzt zu Großaktionen, wir hatten es ja im letzten Winter auch, dass dann doch sehr plötzlich sehr viele das auf einmal wollten und dann gab es lange Schlangen. Ich denke, das ist eher eine Frage des Organisierens. Ich glaube, wir sind besser jetzt dran, weil jetzt ist die Auffrischungsimpfung und man weiß, man kann das eben schon ab 60 machen und jeder kann das jetzt machen oder eben noch in den nächsten Wochen. Ich rechne jetzt erstmal nicht damit, aber gut, wer weiß, was kommt. Im letzten Jahr haben wir auch nicht damit gerechnet, dass wir nochmal Schlangenbildung haben vor Impfzentren und dann hatten wir sie doch. Ja. Ich hätte eine Frage und zwar, wie ist denn der Zwischenstand bei der Impfpflicht beim medizinischen Personal? Zwischenstand im Allgemeinen, also hier gibt es im Landkreis gibt es 538 gemeldete Fälle. Da sind inzwischen knapp 200, also 175 sind davon erledigt, entweder indem sich nachgeimpft wurde oder irgendwelche Dinge ausgeräumt werden konnten oder Atteste vorgelegt werden. 363 sind im Moment offen. Und wir haben im Vergleich auch zum letzten Mal, die Zahl der Rückmeldungen hat sich deutlich erhöht. Also wir haben jetzt deutlich mehr Atteste. Also es sind nur noch 122, die bisher ohne Rückmeldungen sind. Ich hatte ja schon mal gesagt, da muss dann eben nach Aktenlage entschieden werden, wer sich da nicht zurückmeldet. Ansonsten sind Widersprüche zum Teil da, es sind etwa 80. Atteste so in Größenordnung von 60 und ja, verschiedene andere Rückfragen, also die da noch zu Buche schlagen. Wie gesagt, 122 von 363 sind jetzt noch nicht, fehlen uns noch die Rückmeldungen. Beim letzten Mal waren es, glaube ich, fast 300, über 300, die noch gefehlt haben. Letztes Mal war vor drei Wochen, glaube ich, Pressekonferenz am 6. August, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Weitere Fragen, Impfen, Corona sehe ich jetzt nicht. Ja, dann würde ich gerne das Thema Menschen aus der Ukraine hier bei uns im Landkreis Stendal. Im Moment ist die Gesamtzahl der im Landkreis registrierten Flüchtlinge aus der Ukraine 1405. In der Notunterkunft sind täglich ein bisschen schwanken, gerade ca. 135 Plätze belegt. Wir haben aber weiterhin fortlaufend deutliche Zuzüge, sprich also jede Woche kommen zwischen 30 und 50, eine Woche waren es auch mal mehr, Leute dazu. Das ist eine ziemlich erhebliche Zahl. Deshalb eine Maßnahme davon ist, wir haben jetzt die Erhöhung der Kapazität dort mit dem Betreiber auf 150 Plätze ausgeweitet. Gleichzeitig habe ich in der vergangenen Woche
angewiesen, weil die Auslastung eben weiter, also die Auslastung gestiegen ist und wir weiterhin eben Personen haben, die hier ankommen, dass wir weitere 100 Plätze in Wohnungen, also neue Wohnungen noch akquirieren, um weitere 100 Personen unterbringen zu können, damit die Leute auch dann aus der Notunterkunft schneller wieder rauskommen. Heute hatten wir nochmal eine außerplanmäßige Stabssitzung, genau wegen dieser Situation, und habe ich dann nochmal entschieden, dass wir noch weitere 100 Plätze, also Wohnungen für weitere 100 Personen jetzt schon akquirieren. Das werden die, ein paar davon werden in 2 bis 3 Wochen zu einem Großteil fertig sein. Und die zweite haben wir jetzt im Prinzip begonnen, weiterhin Wohnungen zu suchen. Man muss sagen, der Wohnungsmarkt ist inzwischen nicht mehr ganz so aufnahmefähig, wie er das noch im Frühjahr war. Dennoch bisher bekommen wir Wohnungen. Und es wird nur eben, man muss manchmal länger suchen und man muss manchmal auch mehrere Vermieter ansprechen, als es vielleicht in der ersten Phase der Unterbringung notwendig war. Stand jetzt bei der Unterbringung, wir haben 153 Landkreiswohnungen, darin leben 506 Personen. Viele andere haben inzwischen durch den Rechtskreiswechsel hin zum Jobcenter auch die Mietverträge übernommen, sodass es dann nicht mehr Wohnungen des Landkreises sind, beziehungsweise waren von vornherein, haben sich selbst Wohnungen gesucht und werden dann über das Jobcenter betreut, also wohnungstechnisch über das Jobcenter betreut. Ja, also ein weiterer Punkt ist natürlich, wir kommen ins neue Schuljahr. Das möchte ich auch mit einem leicht kritischen Anmerkung versehen. Das neue Schuljahr beginnt morgen und so genaue Zahlen hat noch keiner, wie viele Menschen hier sind. Also das Landesschulamt hat Anmeldungen und trotzdem sind jetzt alle auf dem Punkt, wir warten jetzt mal ab, wie viele dann jetzt nun tatsächlich in den ersten 2 Wochen kommen und werden daran dann uns orientieren. Für uns als Landkreis ist wichtig, am Ende, wir sind dafür zuständig, dass ausreichend Räume zur Verfügung stehen und dass die Ausstattung stimmt. Das ist das, was uns daran interessiert. Die Anmeldungen liegen bei uns nicht vor, sondern die liegen beim Landesschulamt. Insofern kann ich da jetzt auch keine Zahlen direkt nennen. Wir sind hier in der Comenius-Schule. Das ist nun gerade nochmal ein besonderer Fall auch. Also hier hat man sehr früh begonnen, Menschen aus der Ukraine oder Schüler aus der Ukraine zu beschulen. Und hier ist jetzt einfach auch die Raumkapazität erreicht. Also hier wird es jetzt keine weiteren Aufnahmen vorläufig geben. Wir sind da dabei, eben auch auf andere Schulen in Stendal umzuverteilen. So, wie sich das, wie fern das noch weitere oder einen größeren Umkreis ziehen muss, das wird sich dann einfach zeigen, wenn wir da genaue Zahlen haben. Das wird sicherlich auch den einen oder anderen Nachzügler geben. Nicht den einen oder anderen, wir rechnen mit einer größeren Zahl, die erst im Laufe der Woche den Prozess, dass man sich anmeldet, dass der Schulleiter das dann auch weitergibt, dass das erst im Laufe der Woche, vielleicht auch erst der nächsten Woche bekannt werden wird, wie viel, auf was wir uns wirklich einstellen müssen. Ja, sind viele Fragen weiterhin ungeklärt. Schulpflicht gilt, das ist klar. Was als Schulpflicht zählt, es ist weiterhin nicht klar geregelt durch das Land, ob zum Beispiel Online-Unterricht für die Ukraine, der in der Ukraine oder durch die ukrainischen Behörden angeboten wird, dazu zählt oder nicht. Es ist weiterhin noch nicht klar, ob dieser Unterricht weitergehen wird. Gut, das liegt jetzt nicht in der Hand deutscher Behörden. Die Ferien in der Ukraine sind noch andauernd, sodass man es noch so abschließend nicht sagen kann zu diesem Zeitpunkt. Wir stolpern da jetzt ein bisschen rein, man kann es nicht anders sagen. Und ist eine nicht ganz befriedigende Situation. Ich gehe aber davon aus, irgendwie wird sich auch das dann zurechtruckeln, aber aus meiner Sicht hat man jetzt auch 2 Monate Zeit, das noch so vorzubereiten, weil das morgen die Schule beginnt. Das ist ja nicht erst seit letzter Woche bekannt. Ja, das sind so, sage ich mal, die wesentlichen Punkte, die wir jetzt im Moment haben. Wir sind vorbereitet oder auch in Absprache mit dem Land, eben wie wir das auch mit der Notunterkunft etc., wie das weiter betrieben werden kann. Man muss dazu sagen, gleichzeitig steigen auch die Zuweisungen nicht-ukrainischer Flüchtlinge in den Landkreis, sodass hier durchaus die Behörden, auch so die Gemeinschaftsunterkunft, die Mitarbeiter, ist weiterhin eine angespannte Lage. Wir müssen das so abarbeiten. Das ist im Moment im Griff und es läuft geordnet, aber wir müssen eben jetzt auch sehen, wie wir wieder mit Wohnungen, wo wir eigentlich schon mal im Abklingen waren und meinten, wir müssten jetzt nicht noch viele Wohnungen akquirieren,
da jetzt eben doch nochmal einen ordentlichen Gang einlegen. Und da nochmal 200 Plätze ist eine ordentliche Zahl, die wir dort nochmal dazu bekommen müssen. Ja, gibt es zu diesem Themenkomplex Fragen? Ja, bitte. Sie sagten, die Zahl der neu in die Schule kommender Flüchtlinge aus der Ukraine ist nicht ganz klar. Ist klar, wie viele Kinder aus diesen Auffangklassen jetzt in die normale Schule wechseln? Das kann ich Ihnen jetzt nicht im Einzelnen sagen, zumal diese Auffangklassen auch zum Teil weiter bestehen, wo sie denn stattfinden. Also das sind Fragen, die wir als Landkreis nicht im Einzelfall immer aktuell haben. Das hängt ja davon ab, Räumlichkeiten, das ist unsere Zuständigkeit, sind denn entsprechende Lehrer da? Das ist etwas, was wir im besten Fall nachrichtlich bekommen, aber jetzt auch nicht immer, dass wir die Ersten sind, die davon erfahren als Landkreis. Das hängt also auch in der Schule davon ab, inwiefern konnte jetzt Personal dafür gewonnen werden, also Lehrer, die mit entsprechenden Sprachkenntnissen, um jetzt dort eigene Klassen erstmal zu bilden. Und wie viele jetzt im regulären Unterricht sind, das ist auch unterschiedlich und im Moment, soweit ich das verstanden habe, in der Hand des Schulleiters, wie das jetzt gehandhabt werden kann. Und das wird von Schule zu Schule noch nicht einheitlich so sein. Es ist auf jeden Fall aber auch so, dass in vielen Schulen die Kinder und Jugendlichen in den normalen Schulunterricht kommen, weil es dort eben keine gesonderten Klassen gibt, weil vielleicht auch die Schülerzahl, wenn es denn nur 3 Schüler sind, lohnt sich auch. Also dann wird es dort keinen Lehrer geben seitens des Landes, den man dorthin schickt, um dann eine Klasse zu bilden, sondern dass man das dann im regulären Schulbetrieb mit abbildet. Man muss immer noch mal im Kopf haben, wenn es 10 Kinder in einer Schule sind, sind die natürlich auch nicht alle in einer Klasse, sondern ja über verschiedene Jahrgänge verteilt. Trotzdem ist natürlich auch klar, bei der ohnehin angespannten Lehrersituation, ja, Frau Helge hatte hier vorhin gesagt, wir haben 95% an der Sekundarschule Comenius, das ist wahrscheinlich einer der Spitzenwerte, wenn nicht sogar der Spitzenwert im Landkreis Stendal. Gibt auch gerade Sekundarschulen, die sind, da steht keine 9 vor der, also die sind unter 90% besetzt, zumindest mit regulären Lehrkräften nicht. Herr König? Sie sagten ja, die Schulpflicht ist durchzusetzen, obwohl man ja eben nicht weiß, was die Eingangsgröße ist, also wie viele Schüler denn da überhaupt diese Pflicht in Frage kommen. Wer ist dafür verantwortlich, der Landkreis oder was? Also Schulpflichtverletzungen zu ahnen, muss der Landkreis machen, ja. Und dazu muss man natürlich jetzt, muss natürlich ein Abgleich passieren und jetzt muss man erstmal sehen, wie viele Schüler da sind. Also da wird jetzt in dieser Woche, werden wir jetzt nicht mit 100 Leuten ausschwärmen, aber es sieht so aus, als ob perspektivisch das dann so durchzusetzen ist. Wie gesagt, offene Frage ist dabei noch, gilt zum Beispiel der Online-Unterricht, so hat man sich ja im vergangenen Schuljahr beholfen oder so hat man es erstmal gemacht, dass die Schüler, die am Online-Unterricht teilnehmen, eben erstmal nicht in die Schule gehen. Ich weiß noch von unseren Sozialarbeitern, die ja auch zum Teil in die Wohnungen gehen, das ist eigentlich flächendeckend immer der Bericht gewesen, da sitzen die jungen Leute dann auch an den Rechnern, wenn die da vormittags reingehen. Also dass das jetzt nicht nur eine Luftbuchung ist, sondern dass die Kinder das wirklich auch wahrgenommen haben, das Angebot. Ja, aber wie gesagt, das ist jetzt weiter so Fragen, die nicht ganz geklärt sind. Wenn sonst zu diesem Themenkomplex keine weiteren Fragen sind, habe ich ja angekündigt, dass wir nochmal zum Thema Losser Forst gab es vielleicht nochmal zum Generellen, also in der letzten Woche, nachdem es 4 Wochen dort keine Teilnehmer angetroffen wurden, bei den regelmäßigen Kontrollen und auch keine Waldbrandstufe 5 war, bei der die Versammlung im Losser Forst, also die Baumbesetzung dort unterbrochen hätte werden müssen, habe ich, da es keinen Versammlungsleiter gibt, der die Versammlung aufgelöst hat, festgestellt, dass hier eben seit 4 Wochen niemand ist, also nach einer ziemlich langen Wartezeit, wie ich denke, festgestellt, dass die Versammlung beendet ist, weil eben keine Versammlungsteilnehmer mehr dort sind. Das ging einher, diese Feststellung, also war auch ein bisschen aufwendig. Wir waren dort wirklich, jedes Baumhaus bin ich mit einem Polizisten, mit einem Hubsteiger hochgefahren. Wir haben da reingeguckt, also sie haben es nicht betreten, weil manche sahen mir auch nicht so aus, als ob ich sie betreten wollte, weil sie doch unsicher wirkten. Sind dann mit dem Hubsteiger jeweils hochgefahren, haben in jedes Baumhaus reingeguckt, ob nun auch tatsächlich keiner drin ist und eventuell Gefahrstoffe festzustellen. In einem Haus haben wir zum Beispiel Autobatterien. Das wäre jetzt schlecht, wenn die erst runtergefallen wären, also haben wir die sowas festgestellt und dann eben auch noch gesichert, bevor man dann
nach Beendigung der Versammlung oder nach der Feststellung des Endes der Versammlung die Häuser dann auch runtergenommen hat. Das Runternehmen der Baumhäuser beziehungsweise dann auch das, der Dinge, die dort so herumlagen, also es ist ja viel angesammeltes Holz, zum Teil ist es auch Abfall, aber im Großen und Ganzen ist es hauptsächlich holzartiger Abfall gewesen. In den Häusern selbst waren natürlich dann noch Matratzen, also auch, sage ich mal, Sperrmüll vorhanden. Das wurde in einen Container gepackt, haben wir mit ein bisschen Technik zusammen mit der Verbandsgemeinde und eben mit Mitarbeitern des Landkreises und mit der Gemeinde Seehausen, haben wir da zusammen das an einem Tag auch geschafft, dass dort alles beräumt war. Ja, geschützt wurde das Ganze durch Feuerwehr, also wollten natürlich auch selber jetzt nicht einen Brand auslösen. Es war Waldbrandstufe 3, es war für diesen Sommer halbwegs feucht im Wald. Ist Gott sei Dank auch nichts passiert, auch so keiner zu Schaden gekommen. Da ist relativ viel Technik rumgerollt und da ist man ja auch froh, wenn da nicht noch Arbeitsunfälle passieren. Oder durch irgendwas Herabstürzendes doch noch jemand verletzt wird. Ja. Das nochmal zum Vorgang dort. Es gab jetzt im Nachgang auch, also Kontrolle gestern, gab gestern noch eine Nachkontrolle und auch dort wurde nicht festgestellt, dass dort nochmal Aktivitäten entfaltet wurden. Also nicht nur, dass keine Person, sondern auch, dass so jetzt nichts weiter dort neu errichtet wurde oder irgendwelche anderen Dinge dort ersichtlich waren. Insofern gehe ich davon aus, dass das jetzt auch im Einvernehmen passiert ist. Das war ja auch eigentlich zu erwarten, nachdem 4 Wochen niemand da war. Warum sollte jetzt plötzlich jemand kommen? Nichtsdestotrotz weiß man ja vorher nie. Also das ist die Feststellung, die wir gemacht haben. Ja, das ist eigentlich so, was man dazu sagen kann, weil ganz häufig kommt, und ich nehme die Frage vielleicht auch vorweg, was hat das gekostet, beziehungsweise wer übernimmt diese Kosten? Nun ist es ein bisschen trennend, wenn man jetzt mal die reine Entsorgung, das sind Container, es sind mehrere Container gewesen. Ich gucke jetzt gerade, ob ich die genaue Zahl habe. In der Regel sind es Altholz, also auch jetzt nicht die ganz kostspieligen Varianten. Und auch Restabfall. Ich sage mal, da sind wir in einem niedrigen Tausenderbereich, also ein einstelliger Tausenderbereich, der was die Entsorgung selbst gekostet hat, sprich Container, Abfahren und so weiter. Über Personalkosten kann man sich jetzt natürlich streiten, oder sagen wir so, die Entsorgungskosten, wir prüfen gerade, ob wir das mit, wir haben ja irgendwann mal Personalien festgestellt, ob wir das dort, diese Kosten dort anbringen können. Das ist ein offenes Ergebnis, weil das ist im Versammlungsrecht auch nicht ganz einfach, zumal wir hier ja keinen, anders als zum Beispiel, wenn man über die Stendaler, hier gibt es ja immer noch das laufende Verfahren, was den Marktplatz in Stende angeht, wo ja selbst da mit einem klar benannten Veranstalter noch nicht klar ist, ob da die Kosten übernommen werden müssen oder nicht. Hier mit einem nicht benannten Veranstalter wird es sicherlich nicht einfacher werden, nichtsdestotrotz prüfen wir das. Personalkosten kann man jetzt viel drüber diskutieren. Sind natürlich höher. Natürlich haben wir nicht extra jemanden eingestellt und mussten extra jemanden engagieren. Es sind natürlich Mitarbeiter jeweils, ob nun Polizei oder Verbandsgemeinde oder Landkreis, die ohnehin da sind. Natürlich kann man sagen, die hätten in der Zeit was anderes machen können. Das ist auch richtig. Auf der anderen Seite, bei anderen Veranstaltungen oder Versammlungen, ob das nun vom Impfspaziergang über die Fridays for Future Demo bis hin zum Fußballspiel, werden auch keine Kosten bezahlt, auch bleibt es eben auch an der Allgemeinheit hängen. Muss man sagen, das sind dann eben Kosten, die im Zuge von solchen Versammlungen entstehen und die auch zu den Aufgaben des öffentlichen Trägers gehören. Also sprich in dem Fall Landkreis oder Polizei. Und weil zuständig auch für den Brandschutz eben auch die Verbandsgemeinde hier mit eingegriffen hat. Und im Prinzip jeder, wir haben uns so weit geeinigt, jeder trägt eben seine Personalkosten selbst und der Landkreis hat die Entsorgungskosten übernommen. So, habe ich damit eine wichtige Frage vorweggenommen? Gibt es weitere Fragen zum Thema Loss of Forst? Gilt das als, also was Sie jetzt da abgeräumt haben an Häusern, also gilt das als beschlagnahmt, als vernichtet? Also könnte jetzt irgendwer kommen von denen und sagen, ich möchte mein Haus zurück? Also Haus
nicht. Also wir haben Sachen, die von Wert, ob nun ideeller Wert oder irgendwo materieller Wert, die Baumhäuser waren recht aufgeräumt. Also in den Baumhäusern waren jetzt wenig persönliche Gegenstände, haben wir so gut wie nicht gefunden. Wir haben trotzdem so bestimmte Kundgebungsmittel und auch, also was von Wert erschienen waren, Mitarbeiterversammlungsbehörde, und die sind auch gesichert. Also die werden auch noch eine Weile aufbewahrt. Wenn die jemand beansprucht und irgendwie legitim nachweisen kann, ich weiß ja im Moment nicht, wie das gehen soll, weil es gibt ja keinen offiziellen Teilnehmer. Aber nichtsdestotrotz sind die jetzt noch nicht, ist noch nicht alles entsorgt. Wir haben natürlich jetzt, ich meine, das ist Bauholz, also das Holz haben wir jetzt nicht aufgehoben, das ist entsorgt. Ich bin noch jetzt überfragt, also mindestens einen Monat, ob wir es länger behalten müssen, das sind dann auch versammlungsrechtliche Auflagen, was da gilt. Ich möchte in jedem Fall vermeiden, dass, also wir haben das da, jeder kann diese Wertsachen dann auch wieder in Anspruch nehmen. Wertsachen, also da sind jetzt keine Goldkettchen oder so gefunden worden, aber wenn jemand das beanspruchen möchte, dann ist das durchaus möglich, das zu holen. Ich möchte auch vermeiden, dass wir hier noch irgendwie schadenersatzpflichtig werden. Das würde mir jetzt doch persönlich ungerecht vorkommen, wenn wir da jetzt auch noch Geld für bezahlen müssten. Insofern waren wir da, glaube ich, sehr vorausschauend, was das angeht. Haben sich im Nachhinein die ehemaligen Besetzer nochmal gemeldet im Landkreis? Also beim Landkreis nicht. Ich kenne eine Äußerung auf der Seite, die das ja auch bespielt hat, komme jetzt gerade nicht auf den Namen, wo geäußert wurde, ich würde es jetzt gar nicht im Einzelnen so wiedergeben, weil dann gebe ich es vielleicht falsch wieder, aber im Einzelnen so, man hätte ja gerne es noch mehr Zeit gehabt, um es selbst zu organisieren, sage ich mal, war da der O-Ton. Leider war man mit dem Bahnhof jetzt zu, hatte man nicht die Kapazitäten, das zu machen. Der Grund hier, warum wir es gemacht haben als Landkreis und warum auch die Verbandsgemeinde sich da beteiligt hat, war eben, wir wissen nicht, ob die Waldbrandstufe 5 sehr schnell zurückkommt, und auch bei Waldbrandstufe 3 besteht ja Waldbrandgefahr, es ist ja nicht gefahrlos. Und das war ja eigentlich auch immer der große Kritikpunkt, es müssen sich im Zweifel Feuerwehrmänner und Frauen dort gefährden, um dort Menschen zu retten, die da gar nicht sein müssten. Und ich fand das ja auch im Vorfeld schon mal sehr, ich möchte es auch hier nochmal betonen, dass es Verlassen des Waldes hat ja freiwillig stattgefunden. Es ist ja nicht geräumt worden. Wir waren am 20. Juli mit einem Polizeiaufgebot da, weil dort Waldbrandstufe 5 war, um diese Unterbrechung durchzusetzen. Und an diesem Punkt war ja der erste Tag, wo auch niemand mehr da war. Insofern kann ich immer nur sagen, es ist am Ende jetzt ohne Krawall abgegangen, es ist ohne Gewalt und es ist vor allen Dingen ohne Verletzte abgegangen. Und das gilt für beide Seiten. Und da bin ich sehr froh darüber, dass das so gekommen ist, und hoffe, dass wir das eben auch so beibehalten können, und möchte deswegen jetzt da auch gar nicht groß noch nachtreten. Wie gesagt, Entsorgungskosten werden wir prüfen. Ich bin da im höchsten Falle verhalten optimistisch, aber eigentlich sehe ich das noch nicht, wie das funktionieren soll. Aber wir werden sehen. Wir werden das einfach juristisch prüfen. Wenn es geht, werden wir es machen. Wenn nicht, ist es der Weg, den das geht. Wie in anderen Fällen eben auch. Ja, weitere Fragen sehe ich dazu nicht. Ich wäre damit für mich am Ende der Themenliste. Gibt es weitere Fragen von Ihnen? Sie haben die Wärme angesprochen, da kam mir der Gedanke, wie das jetzt aussieht mit dem Grundwasser. Da gab es ja die Verordnung, dass man das unterlassen hat, dort Wasser zu nehmen. Gab es Fälle, dass das nicht passiert, dass trotzdem Leute dann Wasser genommen haben? Da habe ich jetzt gerade den aktuellen Stand nicht, kann ich nur nachreichen. Wir hatten zur letzten Pressekonferenz, weiß ich, hatte ich das aufbereitet, und da hatten wir 2-3 Anzeigen gehabt. Im Großen und Ganzen, wenn ich das jetzt an Privathaushalten sehe oder so, halten sich die Leute auch dran. Also es scheint erstens gut, die Botschaft scheint gut angekommen zu sein. Ich meine, im Grunde verbieten wir bei glühender Sonne mit einem großen Rasensprenger irgendwo Wasser auf Rasen zu spritzen. So, das kann man auch zwischen 10 und 18 Uhr. Das ist aus meiner Sicht, kann man das umgehen, also indem man einfach zu anderen Zeiten das macht. Und insofern halte ich das auch noch nicht für die härteste Maßnahme, sondern das ist erstmal eine Maßnahme, die da jetzt hilft oder Wasser sparen hilft. Wir sehen ja trotzdem, die Trockenheit ist in diesem Jahr so groß, dass die Uchte und auch Biese so an Stellenweise eben wirklich kaum noch oder fast gar kein Wasser führen mehr.
Und ja, das ist noch relativ milde Maßnahmen aus meiner Sicht und ich hoffe, dass wir die so beibehalten können. In Größenordnung ist es jedenfalls nicht passiert, also dass jetzt Anzeigen kamen, aber auch so, wenn ich jetzt bin, relativ viel unterwegs, sehe ich auch relativ selten irgendwo Beregnungsanlagen, zumindest im sichtbaren Bereich, was jetzt Grünflächen angeht. Man sieht sie auf landwirtschaftlichen Flächen zum Teil. Diese landwirtschaftlichen Flächen sind aber bis jetzt auch ausgenommen von dieser Verordnung, dürfen halt nur kein Oberflächenwasser nehmen. Also sie dürfen tagsüber beregnen, aber eben nur aus Tiefbrunnen und nicht aus Oberflächengewässern, sprich aus Uchterelbe, Havel. Das ist nicht möglich. Welche weiteren Möglichkeiten, welche weiteren Schritte könnte der Landkreis gehen, um da weiter dafür zu sagen, dass noch mehr Wasser gespart wird, weil es ja jetzt schon über Wochen das Wetter so ist? Also grundsätzlich, das langfristige Problem oder ist, wenn es weiter in diesem Maße geht, dann werden wir Grundwasserprobleme bekommen. Also im Moment sind wir ja, Grundwasser ist etwas, was in 20 Meter und mehr Tiefe stattfindet. Das ist jetzt unabhängig davon, ob es dieses Jahr gerade trocken ist und nächstes Jahr wieder viel regnet. Das sind so diese berühmten 1,80 Tiefe. Das ist davon, dass Regen schon auf 1,80 ankommt, das ist schon was Wichtiges, damit die Landschaft überhaupt, damit Bäume, Sträucher und auch so überhaupt an Wasser kommen können. Der Grundwasserpegel das ist, oder Grundwasserspiegel ist etwas, was sich über viele Jahre ab- oder aufbaut. Und deswegen hat es jetzt nicht den Effekt, wenn es jetzt noch länger trocken bleibt, dass wir deswegen die Maßnahmen verschärfen müssen, sondern das ist eher etwas, wenn sich über Jahre jetzt der Grundwasserspiegel immer weiter absenkt, dann wird es eben auch irgendwann mit den Wasserrechten knapper werden. Und das dem möchten wir ja mit durch viele Maßnahmen, die wir tun, sei es am Tanger, durch Stauanlagen, auch die Stau in der Havel und eben auch weitere künftige Maßnahmen für mehr Versickerung zu sorgen, dass das Wasser eben nicht einfach wegfließt, sondern dass es wirklich so lange, dass es so gehalten wird, dass es erstmal, dass überhaupt die Chance besteht, versickern zu lassen. Als in der letzten Woche dieser Wolkenbruch hier in Stendal war, klar, da stand es dann Zentimeter hoch auf der Straße und ich bin zu der Zeit auch gerade mit dem Auto unterwegs gewesen und dachte so, gut, das ist jetzt morgen die Uchte runtergeflossen. Eigentlich schade drum, weil nächste Woche, wie heute, ist es, könnten wir es gut gebrauchen und es ist halt nicht versickert. Also das sind die Maßnahmen, die dafür sorgen sollen oder die wir ausbauen müssen, auch auf dem Land, nicht nur in der Stadt, wo das unter dem Stichwort Wammstadt ja schon lange ein Thema ist, dass wir das einfach organisieren können, dass auch langfristig die Grundwasserneubildung so stattfindet, wie das, was entnommen wird. Das ist in diesem Jahr natürlich nicht so. Aber die weiteren Maßnahmen hängen jetzt nicht vom Wetter direkt ab. Insofern ist nach jetzigem Stand auch nicht zu erwarten, dass wir noch in diesem Jahr nochmal verschärfen werden. Sagen für andere damit zu rechnen, dass Sie diese Regelung in diesem Jahr auslaufen lassen können oder bleibt die bis Jahresende? Na, die ist jetzt erstmal. Wo sie jetzt? Das ist ja Kaffee, dass Sie aber. Naja, sowas wie nicht beregnen bei Sonnenschein, also wenn sie im Winter ist, wahrscheinlich wird eh nicht viel beregnet und dann haben sie natürlich ein anderes Verdunstungsrisiko. Also insofern, ich habe jetzt das Datum nicht, meine, sie läuft bis Ende September sowieso. Und wird dann sicherlich zum nächsten Sommer, je nachdem, wie dann die Lage ist, wieder aktuell werden oder nicht. Vielleicht haben wir nächstes Jahr ein feuchtes Jahr. Es ist ja nicht so, dass es nie wieder feuchte Jahre oder nasse Jahre geben wird. Wir merken halt nur, die Häufigkeit der Trockenjahre, die wird höher. Und insofern kann man jetzt nicht sagen, ob es im nächsten Jahr wieder so sein wird, aber nachdem, wie wir die letzten Jahre so einschätzen können, ist es halt sehr wahrscheinlich. Okay. Dann danke ich Ihnen fürs Kommen und wünsche Ihnen erstmal noch schöne Wochen. Ich darf mich jetzt für einige wenige Wochen in die Elternzeit verabschieden. Hoffe für uns alle, dass keine größeren Katastrophen passieren, die mich zwingen, das abzubrechen. Ja, und freue mich, Sie dann wiederzusehen Mitte, Ende September. Vielen Dank, schönen Tag noch, machen Sie es gut.